So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Video an. 50 Minuten auf Lunge, entspannt euch, zieht euch aus, nackt bitte. Okay, nicht nackt, in Unterwäsche dürft ihr ruhig chillen in euer Bett. Ich weiß ganz genau, genau du gerade guckst von deinem Bett aus, halbnackt, diesen Stream und entspannst gerade. Vielleicht hast du neben dir rechts eine Chipstüte, was ich bezweifle, Digga. Aber ein Getränk hast du auf jeden Fall neben dir. Lass mich raten, genau neben dir liegt eine Eisteeflasche. Ich weiß es. Und wenn du mich fragst, was für eine Eisteeflasche, Pfirsich. Ich weiß das doch, ich riech das, ich sehe das, Bro. Ich sehe dich. Ich bin in deinem Handy drin. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden, du Bellech-Zuschauer auf Bellech-Gucker? Ja. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Das Video nennt sich Danke an Mimi. Das Video ist gerade bei 35, ich hab gesehen mal. Ja, mein Leute. 50.000 Aufrufen, Bewertung abgestellt. 2.100 Kommentare. Teilt das Video, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Auf unsere Reaktion warten, gar keinen Bock. Endlich neue Netflix-Folge draußen. Hat er das mit meinen Vlogs verwechselt, Digga? What the fuck? Jetzt nehmen wir Zeit, er ist einfach nicht auf der Sache Luis eingegangen. Warum löscht ihr negative Kommentare? Bisschen schwach, die Bewertung auszustellen, wo wir erstmal Bewertung ausmachen. Vielleicht am Kommentar löschen. So, ich weiß nicht, ob Red Kommentare gelöscht hat. Manchmal ist es auf YouTube so, dass Kommentare wegen Spam gelöscht werden oder wegen Beleidigung oder wenn zu viele Nachrichten auf einmal kommen, denken manche Leute auch, dass sie gelöscht werden. Ist aber manchmal nicht so, keine Ahnung, ob er gelöscht hat. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, was ich ihm auch persönlich sagen würde, er guckt sich vielleicht auch den Stream gerade an. Liebe Grüße an Red an der Stelle. Bewertung abstellen ist sehr schwach, Bro. Ist sehr schwach. Ich habe meine YouTube-Kriege immer so gewonnen, wenn ich gesagt habe, wenn der Gegner die Bewertung ausgestellt hat. Das ist schwach, Bro. Das ist sehr schwach. Ich würde es anlassen. Ob du jetzt 10.000 Dislikes kriegst oder nach einer Woche. Ich weiß nicht. So, das ist schwach, Bro. Das ist schwach. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Er hat mir auch gestern geschrieben, ob ich darauf reagiere und sowas. Da meinte ich, ja, ich werde darauf reagieren. Dann meinte er, warte auf mein Video, dann brauchst du doppelt reagieren. Ich meinte dann, okay. Und Leute, passt es ja auch. Deswegen reagiere ich drauf. Ich versuche neutral zu bleiben. Egal, wie sehr ich mit jemandem sympathisiere oder nicht. War auch jemand, der Red damals kritisiert hat. Und jetzt bin ich gespannt, was da passiert ist. Wenn er die Bewertung abstellt, keine Ahnung, was hier passiert ist so. Ich habe das Mimi-Video an der Stelle auch noch nicht gesehen. Und ja, ich bin gespannt. Wir gucken uns das an. Das Video ist auf jeden Fall kürzer als das von Mimi. Falls irgendwas rausgeschnitten wurde, werden wir am Ende des Streams einmal kurz reingucken, was rausgeschnitten wurde, okay? Ich küsse eure Augen, Chat. Entspannt euch, gönnt euch das Ding. Und jetzt bin ich bereit. 47 Minuten. Let's go. Der Apus auf Trockner, meine Freunde, mit einem weiteren Video. Nach 3 Wochen hat Mimi jetzt ein Video hochgeladen mit dem Titel Meine Entschuldigung an Apu Red. Er hat sich natürlich nicht für Aussagen entschuldigt, für die er sich eigentlich entschuldigen sollte, sondern hat eigentlich in dem Video hart auf hart mehr Scheiße gelabert. Und genau das Ton gut, Chat, ja, oder? Gemacht, was ich schon bei Kuchen TV predicted habe oder bei ungepredicted habe. Und zwar, wie ich gesagt habe, Mimi wird versuchen, mit irgendwelchen, okay, ich sag mal, kontextlosen Sachen mir Unkredibilität zuzuschreiben. Mag den Bushido-Beat nicht jedes Mal, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber nur, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Meines Erachtens hat er das auch gar nicht hingekriegt. Wir werden auch gleich drauf eingehen. Über 20 Tage, fast ein Monat und dann kommt so ein Video. Ja, ich mache ein bisschen lauter dann. 1,25, nee, Bro. Jo, ohne einen Beweis. Er hat es sogar meiner Meinung nach wirklich gar nicht geschafft, mir Widersprüchlichkeiten zuzuschreiben, auch wenn er es versucht hat. Er hat sehr oft kontextlosen Müll reingelabert. Ich werde aber in diesem Video auf den Sachverhalt eingehen, und zwar zwischen Carina, Mimi, Silvi, mir etc. Alles, was da erwähnt worden ist. Weil er hat so viele Sachen erzählt, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Wir bleiben beim Thema, okay? Es fängt an mit Paola. Und zwar wirft er mir vor, dass ich mich an Paolas Wörter bediene, wie ich Lust habe, obwohl er eigentlich genau das, so ist gut, oder was? Das gleiche macht. Und zwar macht er einfach einen riesen Fehler. So ist gut. Dieser Fehler lautet relativieren. Er nimmt Wörter, wie zum Beispiel mit Paola. Wie könnt ihr sagen, der ist laut, wenn ich nicht mal nebenbei rede? Wen wollt ihr verarschen, Digga? Ich fick euch gleich. Ich war die ganze Zeit da und verformt und verfälscht, so wie er Bock drauf hat. Fangen wir an mit Paola. Er hatte ja erstmal eine Behauptung. Weiterhin versucht er dann mit Zeugen Carinas Glaubwürdigkeit weiter zu schwächen. Ich hätte es besser gefunden, wenn man direkt Video guckt, laufen lässt, stoppen, dies, das. Na egal. So hat er einen Ausschnitt von Paola verwendet, der nützlich für ihn scheint. Der nützlich für ihn scheint, dann lass mal reinhören. Ich war eigentlich die ganze Zeit da, weil ich musste ja filmen, also konnte ich auch schlecht jetzt irgendjemanden allein lassen. Paola sagt hier, ich war eigentlich die ganze Zeit da, ich musste ja auch filmen und ich konnte die auch schlecht alleine lassen. Ja, klingt bisher eigentlich ganz plausibel. Was sagt Mimi? Er macht jetzt einen großen Fehler, den er oft macht, aber hört mal zu. Naja, Paola widerspricht sich auf jeden Fall schon mal selber. Denn wie man in den Aufnahmen erkennen kann, war sie nicht immer bei den Mädels, beziehungsweise nicht bei allen. Ja, also hier sagt Mimi, hier in der Aufnahme sieht man noch, Paola war nicht die ganze Zeit mit den Mädels da. Und das ist das Problem. Mimi relativiert die Aussage von Paola, wo sie sagt, ich war die ganze Zeit da, ich kann sie natürlich die ganze Zeit da nicht alleine lassen. Und
Und er sagt, da heißt eventuell das gesamte Gebäudekomplex oder ganz Berlin oder was auch immer. Wobei es eigentlich ganz klar war, da kann auch gerne Paola selbst fragen. In diesem Video ging es um Carina Upred, um die Zeugen und die Mädels. Und wie man es eigentlich verstanden hat, war mit da der Raum gemeint. Ich war die ganze Zeit da und hab dich auch schlecht alleine lassen können. Ich denke mir so, hä, war das nicht eigentlich selbstverständlich? Warum fragst du doch nicht einfach Paola, um nochmal sicher zu gehen? Warum verdrehst du in dem Sinne Paolas Wörter und formst sie so, wie du Bock hast, indem du sagst... Bis hierhin habe ich gerade nichts zu kritisieren, wenn ich alles sein darf, Chat. Wie seht ihr das? Also ich hab's auch so gecheckt, dass es gerade nur um den Raum geht. Der Sachverhalt ist doch in dem Raum passiert, was da abging. Da war Paola dabei, da waren die anderen Mädels dabei und da war diese Carina dabei. Also wir reden doch gerade darüber. Wenn man jetzt sagt, ja, aber die war die ganze Zeit so, das juckt mich doch gar nicht, Bro. Das juckt mich gar nicht. Ich bin gespannt, was hier gleich alles passieren wird. Sagst du, ja, ganze Zeit heiß. Aber Mimi mag das natürlich so aus... Also Mimi kann das gut, Sachen zu widerlegen und... Hier war es natürlich auch wieder gut widerlegt, also dass man einen Widerspruch gefunden hat, die war nicht von da, die war auch dort. Aber Bro, in diese Sache geht es ja gerade nicht. Also dieses Hauptschlag, dieses Wichtigste ist gerade, was in diesem Raum passiert ist. Weißt du, was ich meine? Heißt jetzt von Anfang an, wo sie dich gesehen hat, bis zum Ende der Zeit, komplett bis zum Ende, wenn sie nur einmal irgendwo nicht mit den dreien war, dann ist es ja ein Widerspruch, weil du sagst, es ist ein Widerspruch. Guck dir das mal an. Denkst du, Paola hat das selbst nicht gesehen? Sie hat das Video doch selbst gesehen. Das unterstreicht doch noch mehr, dass sie mit die ganze Zeit und da den Raum meinte, dass sie die ganze Zeit in den Raum... Ich mach nicht 1,25, Bro, der redet mir eh zu schnell. ...mit den Mädels war und upred. Der redet ja nicht langsam. Aber was du machst, du verdrehst einfach ihre Aussage und fragst nicht mal nach. Oder hast du Paola nachgefragt, ob es wirklich so gemeint war? Frag mal nach. Das Problem ist, du machst es nicht nur einmal, du machst es oft und versuchst in dem Sinne, die Zeugen als unglaubwürdig darzustellen und mich, indem du das richtig oft machst. Hören wir weiter. Hier sieht man Abdel alleine, obwohl Upred sagt, dass er mit Abdel und den Jungs weg war. Guck mal, hier sagt er, hier sieht man Abdel alleine, obwohl... Ne? Und ihr müsst ja checken, er sagt ja, obwohl... Also rhetorisch gesehen auf, das ist ja ein Widerspruch. Hier sieht man Abdel alleine, obwohl Red sagt, dass die weg waren. Dass er mit Abdel und den... Ist das Alberto? Jungs weg war. Dass er mit Abdel und den Jungs weg war. Dass er mit Abdel und den Jungs weg war. Ja, Vergangenheitsform. Ich war mit den Jungs weg. Ich war da in diesem Vorhof oder sonst wo da hinten und ich war weg. Ja, die Beats triggern wirklich, Bro. Also... Na, aber egal, sorry, machen wir nicht. Dann Abdel, jetzt komm. Als ob ich jetzt so sitze wie so ein kleiner Fanboy. Na gut, mit Musik kann sie halt immer Emotionen catchen, aber jetzt gerade so, er redet über ein Thema, was schon 10-mal hochgespielt wurde. Jetzt warten wir nur noch auf diese Hauptargumente, was halt nochmal zu diesen Videos geführt hat. Aber Dings, ja, man schaut so. Wegen einer Massage. Sorry. Kurz wieder alleine reingeht, das spricht doch nicht der Aussage, dass wir weg waren. Vergangenheitsform, eine abgeschlossene Sache. Mimi, Deutschunterricht gar nicht aufgepasst, ne? Es ist kein Widerspruch, du checkst es nicht, aber hören wir weiter. Okay, fassen wir zusammen. Upred sagt mehrfach, dass diese Szenen unmittelbar nach dem Umstyling waren und dass Upred schon mit den Jungs draußen war. Und zwar, okay, also er sagt jetzt hier, Upred, also ich war jetzt unmittelbar nach dieser Szene, also nach dem Schminken, da war diese Szene, da war ich ja weg. Man sieht, der Hartoff hat in der Aufnahme mich da dort nicht, also ich war ja wirklich weg dort. Ne? Und ich war mit den Jungs weg, das sage ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ist jetzt hier die Widersprüchlichkeit? Wir waren hier weg, unmittelbar nach dem Umstyling und man sieht hier auf jeden Fall kein Upred, sonst etwas. Und sie sagt ja selber, ich bin weggegangen, ich bin nicht drin geblieben. Und im gleichen Video präsentiert Upred stolz die Zeugenaussagen von den drei Fans, die unter anderem sagen, dass das Foto nach dem Vlog von Paola entstanden ist. Bedeutet, dass Upred während des Vlogs von Paola gar nicht so weit weg gewesen sein kann, wie er das hier betont. Ich habe öfters betont, dass ich da draußen stand mit den Jungs, okay? Ich habe nie gesagt, dass ich 10 Kilometer weit weg war. Ja, Mimi, man sieht doch in der Aufnahme, ich bin nicht hier. Oder siehst du mich bei irgendeiner Aufnahme hier? Nein. Ja, Baby, Thunderbeat, Digga, ist triggert. Ich bin nicht hier. Ich habe gesagt, ich war weg mit den Jungs. Und ich war hier draußen mit den Jungs. Ich war weit weg von Carina, die alleine in dem Raum drinne war. Und jetzt? Wo ist jetzt hier der Widerspruch? Auch hier gibt es keinen Widerspruch. Rappi, Mike Singer, den drei Mädels und ich waren in einem Foto zusammen, haben ein bisschen gepostet, Haui. Mhm. Und dann... bin ich? Achso, an der Stelle, Mike Singer ist jetzt der Jury bei Dings geworden, bei DSDS, ne? Fand ich böse cringe, Digga. Was hat ein Mike Singer bei DSDS zu suchen? Ich küsse doch seinen Kopf. Ich wollte, dass Pietro in der Jury sitzt, damit der DYDS anzieht, aber okay, das hat mich böse getriggert. Ich habe direkt auf die Story von Pietro geantwortet. Ich gönn ihm nicht. Digga, es hat mich böse getriggert, Mann.
Hanne, wer ist Mike Singer, dass er neben dieser Bull sitzen darf? Wollen die jetzt die kleinen Zuschauer von denen noch in die Quoten reinhaschen oder was? Wollt ihr mir sagen, ein Pietro spielt weniger Quoten ein als Mike Singer, Digga? Walla, Bro, das hat mich böse getriggert. Meine Aussage, rüber zu meinen Jungs gegangen. Wendler ist auch in der Jury? Fick doch meinen Arsch. Aber wir machen weiter mit dem Video. Nein, das war nicht deine Aussage. Deine Aussage war, dass du hier schon weg warst. Ja, das ist doch meine Aussage. Ich war doch hier. Das alles gerade, diese 5 Minuten hätte man sich sowas von stecken können. Auch Mimi, auch er, das macht gerade nichts, das fügt gerade nichts zur Sache bei. Nix! Es interessiert mich gerade nicht, was, wie, wer wo gerade gechillt hat. Ich will wissen, ob das Fuck, ob es Beweise gab für die Massagevergewaltigung. Perfekt, man sieht mich doch gar nicht hier. Wo sieht man mich denn? Ich war schon weg mit den Jungs, check ich nicht. Dann haben die Fangirls gesagt, dass das Foto nach dem Vlog entstanden ist und jetzt drehst du deine Aussage zurecht und sagst einfach, dass du nach dem Foto zu deinen Jungs bist. Nein, ich drehe gar nichts. Nein, ich drehe gar nichts zurecht. War nach dem Schminken unmittelbar hier draußen und dann wurden wir für ein Foto gerufen. Daran habe ich mich erstmal nicht erinnert. Haben dann vielleicht eine Minute ein Foto geschossen und dann war ich wieder weg. Es ist doch immer kein Widerspruch. Nini, du checkst nicht, dass es kein Widerspruch ist. Der Sachverhalt war ja so, die Mädels wurden... Auch wenn es ein Widerspruch gewesen wäre, fick doch diesen Widerspruch. Es macht gerade nichts. Das... Ah! Ho! Ho! Geschminkt. Ich bin dann mit den Jungs da draußen gewesen. Na? Und dann wollten die Mädels noch schnelle Welle ein Foto machen. Na, jemand hat es beschadet. Und ich bin der Letzte, der Red Eye lutschen muss. Die wissen ganz genau. Ich mag Mimi. Ich liebe Mimis Videos. Aber, Hanne, wisst ihr, was das Problem gerade ist? Das Thema ist für mich durch. Das Thema ist für mich eigentlich durch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, alle 5 Wochen jetzt eine Sache zu sehen, Dicker. Gibt es Beweise oder nicht? Punkt. Mehr will ich gar nicht. Was der damals für Videos gemacht hat, da sage ich immer noch. Ich werde Red dafür immer wieder dissen und sagen, ey Bro, du hast Fake-Content gemacht, du kannst mich nicht voll labern. Weißt du, ich meine? Hast du gemacht? Da kann man es euch gut reden. Ja, war mir damals egal. Nein, du hast deine Reichweite auf Dings aufgebaut. Aber Bro, bis wohin soll das noch gehen, das Ganze? Das war kein Widerspruch, das war ein Widerspruch, das war kein Widerspruch. Zeig mir die Beweise oder halt alle die Fresse, Bro. Schreck gesagt, haben wir noch schnell wieder ein Foto gemacht. Ich konnte mich erstmal auch gar nicht daran erinnern, wann genau wir das Foto gemacht haben, wie lange das gedauert hat, ob es 2 Minuten gedauert hat. Bin ehrlich, daran kann ich mich gar nicht erinnern, ne? Aber das widerspricht rein gar nichts, ne? Weil hier nach den Schminken, die sind raus, die haben dann... Digga, Red hat Geld ohne Ende, was juckt ihn das? Bro, Jano, wenn ich mich für 1 Million Euro, komm, ich übertreib nochmal, wenn ich mich für 2 Millionen Euro oder für meine Kredibilität und mein Image entscheiden müsste, würde ich die 2 Millionen Euro absagen. Ablehnen. Geld ist nicht das Wichtigste, Bro. Dein Gesicht ist das Wichtigste. Es ist, wie es ist, Digga. Karin, Dankeschön für deinen Giftzap nochmal. Entspann dich, Bro. Ein Foto gemacht mit Paola, wie die selbst beschrieben haben. Dann, auf deren Wunsch, haben wir auch nochmal ein Foto gemacht mit Krappi, Mike Singer und dem Allerechten. Hier, wie man es hier sieht. Und dann bin ich wieder weggesteppt. So wie es eigentlich 5 Zeugen bestätigt haben. Und dann bin ich wieder da hinten weggesteppt mit den Boys. Und dann bin ich mit den Boys wieder weggesteppt. So wie es 5 Zeugen bestätigt haben. Also auch hier wieder absolut kein Widerspruch. Aber du versuchst hier krampfhaft die ganze Zeit zu zeigen, ey, das ist ein Widerspruch, das ist ein Widerspruch. Aber nein, bisher kein Widerspruch. Und danach sagst du schon wieder, dass man dich nicht wörtlich nehmen soll. Und zwar bei den... Fuck off Humans. Ist das ein neues T-Shirt von ihm? Wird dann direkt danach, beziehungsweise unmittelbar danach. Hier muss ich was korrigieren. Ich würde sagen, statt wörtlich... Nicht der Bushido-Beat. Red, bitte nicht der Bushido-Beat, Digga. Nicht relativieren. Dass wenn ich sage, ich war nach dem Schminken draußen mit meinen Jungs, dass ein Mimi kommt und sagt, ey, das kann doch gar nicht sein. Er war nicht direkt danach mit den Jungs, weil er war da noch ganz kurz und hat ein Foto gemacht. Und dann war er, keine Ahnung, sonst wo. Dann war er wieder mit den Jungs und bla. Was eine Massage alles ausmacht, ja. Also wenn ich massiert hätte, wäre bestimmt nicht so ein Vorfall gekommen. Die hätte gerne noch eine Massage gewollt. Ich sag's euch, wie ist das, verdammt? Bla, also an dieser Stelle muss ich sagen, wortwörtlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern relativieren, weil was... Das ist das Shirt von Carinas Freund. Ah, macht er sich darüber lustig. Finde ich nicht cool. Ist relativieren. Relativieren heißt, er nimmt so ein Wort wie, wenn ich sage, ich war weit weg von Carina. Ich meine damit, Carina ist in irgendeinem verschlossenen Raum. Keine Ahnung, habt ihr nicht beachtet. Ich bin 3 Räume weiter weg. Ich bin in einem Hof 50, 60 Meter entfernt vielleicht. Egal wie gut der Kater ist, das stimmt schon, Digga. Er muss die Musik ein bisschen leiser stellen. In einem anderen Gebäude. Ich bin weit weg, meines Erachtens nach. Was aber Mimi die ganze Zeit macht, ist, nein, das ist, du bist gar nicht weit weg. Du bist gar nicht weit weg. Aber gehen wir erstmal auf das Unmittelbar-Thema ein, ganz kurz. So, diese Aufnahme war unmittelbar, nachdem die Mädels fertig geschminkt worden sind. Das heißt, wirklich unmittelbar nach dieser Szene hier. Ja, Mimi regt nicht auf, Bro, aber der Move ist einfach wegen Provokation.
Das ist was triggert. Ich mag Mimi trotzdem sehr. Na, hier haben wir die Zähne. Mädels mal fertig geschminkt. Das wurde unmittelbar danach diese Szene hier gedreht, okay? Da ist man noch jetzt extra nicht in ein anderes Gebäude oder so gegangen. Das war wirklich direkt danach, okay? Noch hier in der Aufnahme, ne, die auch unmittelbar nach dem Geschminken gemacht worden ist. Die waren hier weg. Ist an sich jetzt nichts Falsches, ne? Also, man, diese Aufnahme wurde wirklich nach dem Schminken gemacht. Das haben auch alle bestätigt. Das hat eine Paola bestätigt. Juckt immer noch kein Dicker. Steht es an der Abonnenten bestätigt. Das kann auch ein Apfel bestätigen. An dieser Stelle kann es vielleicht auch eine Sabibo bestätigen. Muss aber nicht sein. Vielleicht kann sie auch einfach nicht dran erinnern. So richtig. Warum wurde bis jetzt die Bewertung abgestellt? Ich versteh's nicht. Aber diese fünf könnt ihr auf jeden Fall bestätigen. Da ist auf jeden Fall nichts Falsches dran. Wir hören mal weiter. Back. Hier sieht man eine Aufnahme unmittelbar nach dem Umstyling. Und man sieht ja auch hier, wie gesagt, eine Aufnahme unmittelbar nach dem Umstyling. Ja, sieht ihr auf jeden Fall kein Upgrade. Wisst ihr, was das Ding ist, Digga? Mein Gehirn arbeitet nicht mit. Das Problem ist einfach, es ist ein Thema, was durchgewichst ist, Digga. Was durchgebumst wurde. 10 Mal und jedes Mal 50 Minuten Videos, eine Stunde Videos. Bro, und dass man sich zu jedem Cut äußert, zu jedem Satz, zu jedem Wort. Das ist der neue, Digga. Ich mag's nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir müssen da durch, Digga. Hanne, wir haben nicht umsonst 1000 Zuschauer und diese Videos machen nicht umsonst Aufrufe. Nicht umsonst die Bewertung aus, weil hier wahrscheinlich noch was passieren wird. Ich hoffe, hier passiert noch was, Digga. Sonst etwas und sie sagt ja selber, ich bin weggegangen, ich bin nicht drin geblieben. Und jetzt dreht sich das ApoRed wieder zurecht. Okay, wie soll ich mir das zurechtdrehen? Und jetzt ist das Ding. Wir sagen ja direkt danach, dieses direkt danach darf man also auch nicht wieder relativieren auf, es ist sofort in einer Sekunde danach. Okay. Ich sage, dieses direkt danach ist, wir haben vielleicht 3, 4, 5 Minuten da noch gechillt, Fotos gemacht, haha, Mike Singer war auch am Start, Krabi war auch am Start, dafür Beweise, dafür Fotos, das ist das Geile, ne? Ja, und das Geile ist, dass du dir trotzdem widersprichst, selbst wenn man das Wort unmittelbar nicht wörtlich nimmt, weil du trotzdem gesagt hast, dass du während Paolas Aufnahme schon mit den Jungs weg warst. Oder habe ich da... Ja gut, okay, du hast recht, aber es... ändert gerade nichts an der Tatsache, was da passiert ist. Und es hat gerade noch immer nicht bewiesen, ob da ja, sexueller Missbrauch stattgefunden hat oder nicht. Weißt du, ich meine? Was falsch verstanden? Ja, du hast schon was falsch verstanden, weil du hast ja gerade auch hier gesagt. Weil du trotzdem gesagt. Vielleicht reagiere ich auch gerade so und kann nicht neutral sein, weil mich einfach Carina aufgeregt hat in diesem Telefonat, in diesem Facecall bei Unge. Weil er ein bisschen parteiisch gehandelt wurde. Weißt du, vielleicht liegt es daran, weil sonst liebe ich immer diese Fakten und oh, da hat er so gesagt, da hat er so gesagt. Aber jetzt gerade, es fügt nichts bei. Ich brauche die wichtigen Steps, Digga. Ich brauche einmal von Mimi seinen Schwanz hier. Ich hab das in der Hand. Aha, bumm, bam, gefickt. Sagt hast, dass du während Paolas Aufnahme schon mit den Jungs weg warst. Hey, warte, Leute, man sieht doch hier Paolas Aufnahme. Ich war da weg? Ja, ich war da weg mit den Jungs. Okay? Du hast was falsch verstanden, tut mir leid. Dass er weit weg von Carina war, ergibt genauso wenig Sinn, weil das gesamte Backstage-Gelände vom Astra Kulturhaus super kompakt ist. Hier eine kleine Darstellung. Wow, Mimi, weil dieses Gebäudekomplex ja so kompakt ist, kann ich ja nie weit weg gewesen sein, weil es ja so kompakt und klein ist, Mimi, für dich. Für dich. Du relativierst wieder so krank doll. Also Mimi sagt, ich muss jetzt hier irgendwo sein, muss komplett außerhalb vom Gebäude sein und erst dann bin ich weit weg. Für Mimi. Aber wenn ich sage, keine Ahnung, hier ist jetzt Carina und ich bin jetzt dort. Ich bin weit weg von Carina. Die ist in einem verschlossenen Raum. Ich sehe sie gar nicht. Selbst wenn sie kurz rausgeht, will sie nicht sehen, weil ich irgendwo hier bin oder dort bin. Mimi, what the fuck? Was versuchst du hier? Aber er geht noch weiter. Passt auf. Dann sind das trotzdem nur 66 Meter bis in den Schminkraum. Er liebt das, Digga. Er mag diese Meterangaben. Google Maps, die ist das, er feiert das, Digga. Sag, ey, wenn ich mich hier hinstelle an diesen Zaun, dann sind es ja nur 66 Meter. Ist er nicht weit weg? Was laberst du? Für mich ist das ganz weit weg. Hä? Das Ding ist, für Mimi müsste ich schon in Afghanistan sein, damit ich für Mimi weit weg bin. Hier, Berlin war das ja, glaube ich, ne? Für Mimi müsste ich in Afghanistan. Okay, da muss ich lachen, Digga. Normalerweise lache ich nicht, Digga. Ich sag's euch, wie es ist, Mann. Aber der war gut. Dann sein, damit weit weg Sinn macht, ne? Wenn ich ja schon jetzt hier in Ukraine bin oder Polen. Das ist. Liebe Grüße an Ukraine. Wichtiger Call, Digga. Ist nicht weit weg, Bro. Ganz ehrlich, was du machst, ist einfach, du verdrehst und relativierst, du beweist aber gar nichts und du zeigst gar nicht, dass ich widersprüchlich bin. Weil wenn ich sage weit weg, heißt es, ich bin weg von ihr. Sie ist in einem geschlossenen Raum alleine und ich bin mit Boys ganz woanders unterwegs. Weiter weg. Gestern hat ein Kollege mich angerufen und meinte, ey, was labert Mimi eigentlich für eine Scheiße? Wenn man sagt weit weg, heißt es doch nicht 80 Meter oder 200 Meter. Tam, Digga, Bokunde Chikama Red, Digga, wir haben verstanden, du hast jetzt einmal einen Lacher gebracht, Digga, wir müssen jetzt nicht 2 Minuten darüber unterhalten, was für Mimi weit weg ist oder nicht, Bro. Ich küsse doch dein Auge, Red, Bro. Hanne, du hast ein Punch, guck mal, weißt du, was du machst, Bro? Ich weiß, dass du gerade zuguckst. Du ziehst einen Punch übel lange. Ein Punch zieht dann, wenn er kommt, bam, der nächste, weiter geht's. Aber red doch nicht 10 Minuten darüber, was für Mimi weit entfernt ist und was nicht, Bro. Ich küsse doch dein Herz, Mann. Meter. Warum machst du das dann direkt fest? Jeder hat definiert es doch für sich selbst. Aber naja, für mich müsste ich ja wahrscheinlich hier in Afghanistan sein, damit es. Das meine ich, Bro. Da gibt es keinen Wir waren weg. Doch, da gibt es einen Wir waren weg. Wir waren weg von Carina, die alleine im Raum war, was die drei Abonnenten.
Freundinnen gesagt haben, was eine Paola bestätigt hat und auch ein Abdel. Und ich habe noch nach wie vor zwei weitere Zeugen, die ich bis dato noch nicht genannt habe, nicht nennen werde, weil mein Anwalt mir dazu nicht geraten hat. Aber doch, wir waren weg, Mimi. Wenn du es dich einsehen willst, tut mir leid. Was jetzt Mimi macht, unterste Stufe, wieder so eine schräge Behauptung in den Raum reinschmeißen. Hat er auch bei dem Fall Sebi auch nicht anders gemacht. Wenigstens hat sich dafür entschuldigt, okay? Hier macht er wieder was Ähnliches und zwar... Stimmt, er hat sich dafür entschuldigt. Schnallt euch an. Und um das zu untermauern, hat er auch die Szene mit Abdel rausgeschnitten, damit er sagen kann, guck, hier ist keiner zu sehen, weil wir waren hier schon ganz weit weg. Er sagt, ich habe bewusst die Szene... Oh nein, ein neuer Beat. ...mit Abdel rausgeschnitten, nur um zu sagen, guck, wir waren weit weg. Was redest du? Was behauptest du wieder? Wenn ich in der Aufnahme sehe oder mein Cutter, da ist Abdel. Ey, scheiße, der ist da zu sehen. Ich schneide ihn mal bewusst weg, damit keiner ihn ja sieht. Ja, ich schneide ihn mal raus, keiner wird drauf kommen, keiner wird ihn sehen. Ha, ich bin da sowas von schlau. Mimi, wenn ich Abdel in dieser Szene gesehen hätte, dann gehe ich doch auch automatisch unterbewusst davon aus, dass es ja wahrscheinlich 1000 oder 100.000 andere Menschen sehen werden, dass man sowas gegen mich verwendet. Ich habe ihn einfach nicht da in der Aufnahme gesehen. Wenn ich ihn da gesehen hätte, hätte ich mir schon direkt ein Statement dazu rausgehauen. Und zwar das Statement, dass es sowieso irrelevant ist, dass Abdel reingegangen ist, weil das ja im ganzen Kontext keine Rolle spielt, wenn ich sage, wir waren weg und dann Abdel, keine Ahnung, 5 Minuten später oder was auch immer, kurz sich ein Brot schnappt oder so, spielt sowieso keine Rolle. Aber jetzt hier zu behaupten, ich habe das bewusst gemacht, wo sind deine Beweise dafür? Ist wieder Müllgelaber. Ähnlich, gleicher Fehler, wie du es bei Silvi gemacht hast. Ja, na gut, Digga, auch hier ist für mich auch kein Punch, wo sind deine Beweise dafür extra? Guck mal, es ist ein gutes Indiz. Wenn du was zu verstecken hattest, dass du es extra nicht reingeschnitten hast. Okay, es ist ein Indiz. Fakt ist aber, es ändert sich gerade nichts. Es ist, guck mal, was mich, egal was hier gerade beredet wird, ich finde das echt sehr gezogen und wir reden gerade über unnötige Widersprüche oder Argumente, wo die sich hier gegenseitig diskutieren, wer recht hat und wer nicht. Es juckt gerade keinen. Verstehst du? Das ist gerade nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist für mich immer noch, und ich wiederhole mich jetzt schon zum 5. Mal, ob diese sexuelle Vergewaltigung stattgefunden hat, Bro. Okay? Ich muss jetzt nicht 10 Minuten darüber diskutieren. Denkst du, ich bin so blöd, dass ich das extra rechtfertigen muss? Das ändert nichts, Bruder. Das ändert nichts. Das sind keine wichtigen Argumente. Das lässt man weg. Das ist so, wie wenn ich ein Video und eine Waffe Spannfolge mache. Ich versuche nicht jedes Wort anzusprechen, Bro. Ich nehme die Punchs und der Rest, die Leute sind schlau genug. Wenn nicht, seid ihr lost. Du behauptest wieder Sachen. Hast keine Beweise dafür. Wie gesagt, Konsequenzen werden dabei kommen. Warte, kannst du dir da nicht ein Beispiel nennen? Ungenehm, er hat im Livestream ganz korrekt gesagt und ungemeint ja auch, du hast ja diese Szene gesehen. Ich sag jetzt nicht, dass du es bewusst rausgeschnitten hast. Hier kann man es nochmal hören. Du hast ja vielleicht die Szene gesehen, die du bei dir nicht zu sehen war im Video. Ich will jetzt nicht verstehen, dass du die extra rausgeschnitten hast. Vielleicht hast du einfach übersehen. Ja, Unge hat so viel Anstand und Menschlichkeit und schließt da nicht mal aus, dass ich vielleicht nicht gesehen habe. Was macht Mimi? Er schließt das gar nicht aus. Er sagt einfach, ja, das ist so. Das stimmt. Das ist so. Ähnlich wie er das bei dem Silvi-Fall gesagt hat. Silvi sagt, ja, zwei Leute haben mich angemacht oder haben mir ein Angebot gemacht. Ja, das ist jetzt so eine gute Taktik von Red, müssen wir ehrlich und neutral sagen. Er benutzt ganz halt diese Sache, dass er mit der Carina-Sache recht hatte, weil Mimi sich ja da entschuldigt hat und versucht das halt so zu drehen. Das hat er gut drauf, Digga. Hätte auch von mir kommen können. Er macht das schon gut. Macht. Da kommt Mimi von der Ecke und sagt, naja, das war Red und jemand anders. Was in Gottes Namen machst du, Mimi? Aber in dem Fall hat er Mimi seine Schuld eingesehen. Wahrscheinlich, weil er wusste, scheiße, ich habe mich damit rechtswidrig gemacht und kann dafür hart verklagt werden. Ne? Gehe ich mal davon aus. Ja. Problem ist, Mimi lernt aus dem Fehler nicht. Er macht immer weiter. Dann haben die Aussagen der drei Fangirls ihm aber widersprochen und er sagt einfach, ja, ich war doch in der Nähe von den drei Fangirls fürs Foto, aber von Carina war ich trotzdem weit weg. Was aber auch schon wieder nicht stimmen kann. Wie soll er denn in der Nähe von Paola gewesen sein, ohne in der Nähe von Carina zu sein? Ja, und hier macht er genau das Gleiche. In dem Fall relativiert er nicht weit weg, sondern er relativiert Nähe so, wie er Bock hat, so wie es für sich am besten passt. Ne? Weil wenn ich sage, ja, ich habe mit den Mädels ein Foto gemacht oder ein Paola, was auch immer, aber ich war nicht in der Nähe von Carina, heißt, ich habe die Mädels gesehen, ich habe Paola gesehen, ich habe vielleicht ein Abdel gesehen und den gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Die war vielleicht irgendwo in einem ganz anderen Raum oder sonst wo. Die war gar nicht bei mir in der Nähe. Die war nicht da. Digga, das sind so... Das ist gerade eine Rechtfertigung oder auch von Mimi so für Hardcore-Sonderschüler, Bro. Beide wissen, dass uns das hier eigentlich gerade überhaupt nicht interessiert. Hani, mir kann keiner sagen, in den DMs kommen Nachrichten wie... Aber du warst 60 Meter entfernt, du musst es gesehen haben. Amonakim, warum hat der Beef angefangen? Wegen der sexuellen Belästigung. Gibt es Beweise wegen der sexuellen Belästigung? Ja oder nein? Darum geht's uns. Das ist doch der schlimmste Punkt an der ganzen Sache. Ob der ein Lügner ist oder ob der ein Charakterschwein ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das kannst du mit solchen 60 Meter Entfernungen nicht argumentieren. Verstehst du? Was ihr davon haltet, ist mir scheißegal. Es ist mir mittlerweile auch scheißegal, weil das Thema für mich durch ist. Ich will
endlich Beweise sehen, ob da was passiert ist, Bro. Er hat Fake-Content damals gemacht. Ich weiß, wie ich ihn einschätzen kann. Das ist mir egal, ob er dort da war. Es ändert nichts an dem Hauptpunkt. Das habe ich jetzt schon 20 Mal gesagt. Ich hoffe, ihr versteht das. Hanne, bin ich der Einzige, der so lost ist? Ja, sie war auch nicht hier vor mir einen Meter. Sie war auch nicht da. Das heißt, in dem Falle bei mir, sie war nicht bei mir in der Nähe. Ich habe ganz andere Leute gesehen. Sie war ganz woanders. Ich wusste nicht mal, dass sie in dem Raum war. Aber Mimi kommt jetzt wieder und sagt, ja, sie war aber in einem verschlossenen Raum neben dir. Das heißt, sie war in der Nähe. Nein, das ist deine Auffassung, aber nicht meine. Und in dem Falle auch hier wieder kein Widerspruch. Bishra hat unter einem Video kommentiert, dass... Oh, Bishra, Baby. ...dass sie gar nicht bezeugen kann, wo Apo Red war, als sie Fotos mit Paola gemacht haben. Und hier versucht er wieder, die Zeugen als unglaubwürdig abzustempeln, weil in dem Fall er sagt, Büschra kann sich gar nicht erinnern, wo... Ach, Büschra, Baby. Ach, Gangtour. Oh nein! Ich dachte schon. Als Paola Fotos gemacht hat, okay? Wir wissen ja, Paola und die Mädels haben ja Fotos gemacht nach der Schminksession, okay? Man sieht hier, man weiß gar nicht... Ist die Quali schlechter geworden? Ja, warum? Und wieso ist jetzt der Turm weg? Wenn ich fragen darf? Nein! Nein! Was passiert hier? Start dein Computer, dann kannst du mehr lutschen, Digga! Nein! Bitte nicht! Nein! War in der Nähe! Ja! Ja. Es geht, nein, oder? Das ist deine Auffassung, aber... Starte Computer neu, ne? Hättet ihr wohl gerne Starte Computer neu, ne? Ne! Nein, 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 nein! Wir machen weiter, Digga! Wir machen weiter! Könnt weiter nackt bleiben, Digga! Entspannt euch! Ihr könnt wieder an euren Eiern krollen! Ihr könnt wieder an euren Eiern krollen, Digga. Ihr könnt weiter mit euren Arschhahn spielen. Schreibt nicht in den Chat, wir machen weiter. War nicht meine. Und in dem Falle auch hier wieder kein Widerspruch. Bishra hat unter einem Video kommentiert. Ach, Bishra, das zieht die Minde, dass sie gar nicht bezeugen kann, wo Apo Red war, als sie Fotos mit Paola gemacht haben. Und hier versucht er wieder, die Zeugen als unglaubwürdig abzustempeln, weil in dem Fall er sagt, Büschra kann sich gar nicht erinnern, wo Apo Red war, als Paola Fotos gemacht hat, okay? Wir wissen ja, Paola und die Mädels haben ja Fotos gemacht nach der Schminksession, okay? Man sieht hier, man weiß gar nicht, wo Apo Red ist. Die Mädels haben ganz offenkundig gesagt in dem Beweisvideo, Red war nicht in einem Raum mit Carina. Er ist rausgegangen. Hier, siehst du diese Tür, Mimi? Er ist rausgegangen. Das hat auch eine Paola gesagt und ein Update, okay? Er ist rausgegangen. Und wo ich jetzt genau war? Woher soll sie das wissen? Wo ist jetzt das wieder ein Widerspruch? Also was du hier machst, du haust hier Sachen so zusammenhangslos, so ohne Kontext, das ist so Verwirrung. Das grenzt schon fast an Manipulation. Also ich würde schon behaupten, ich denke einfach, du willst die Leute einfach manipulieren, indem du einfach Sachen komisch verdrehst und Sachen komisch verpackst. Ich denke, woher soll denn Büschra wissen, wo ich bin, wo die jetzt ein Foto gemacht haben? Die hat doch selber gesagt, ich bin rausgegangen. Woher soll sie wissen, ob ich jetzt da draußen im Hof stehe oder in einem anderen Gebäude gerade bin? Hä? Und jetzt kommt die Krönung von der Kontextlosigkeit und von der Manipulation, von der Verwirrung, von der Falschdarstellung. Und zwar die Chatroulette-Geschichte, okay? Er zeigt hier, ja, eine Szene, wo KS-Typ und ich... vor 5 oder 6 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, vor 5 oder 6 Jahren, was er gar nicht erwähnt hat, ne? Ein Mädchen... Ich habe den Ausschnitt gesehen. Der wurde mir geschickt. Wir gucken mal kurz weiter. Beleidigt haben, okay? Ich zensiere mal nur ihre Augen. Achtet mal auf ihre Lippen, weil Mimi schon wieder blendet er was ein. Ohne Kontext, ohne gar nichts. Er will hier einfach damit zeigen, ach, guck mal, so redet also der Red, ne? Mit Mädels im Internet, ne? Zeigt aber gar nicht, das Ding ist alt und er hat gar keine Hintergrundinformation. Soll ich mal was sagen, Mimi? Soll ich dir mal die Hintergrundinformation sagen? Das kann auch ein KS und ein Krabi bestätigen. Die hat uns gar nicht gehört. Immer, wenn wir Leute beleidigt haben, was natürlich eine uncoole Sache ist, man darf und man soll Leute nie beleidigen. Ja, ich habe mich damals an dieser unnötigen, vulgären Sprache bedient und habe heftige Sachen gesagt, wie Haarsohn, B-Start, sage ich mal jetzt, ne, oder was auch immer. Ich habe harte Sachen gesagt, ne, was ich heute ja gar nicht mehr raushaue, wenn dann wirklich mal versehentlich, aber Zuschauer von mir wissen, Digga, von diesen Sachen habe ich ja schon lange Abstand gehalten. Lange. So, diese Sachen habe ich aber dummerweise mit KS-Freak gesagt, weil das so ein dummer Joke von mir im KS-Freak war, einfach Leute zu beleidigen, die uns nicht gehört haben. Na gut, mein Bester, da muss ich dir dann leider widersprechen. Okay, du versuchst gerade zu relativieren? Ja, ja, relativieren, ja. Ich hab's geschafft. Ja, okay, pass auf. Du sagst in deinen Videos, dass du halt immer ein Ehrenmann warst und man dich so gar nicht kennt, dass du ein schüchterner Guy bist und immer Respekt zu den Frauen hast. Was auch immer, ob die euch gehört haben oder nicht, spielt dir keine Sache. Du warst beleidigend in den Streams, in den Omegle-Videos. Deine Videos haben deswegen Hype bekommen. Es gab damals eine Hype-Zeit von Mr. Gamer Pros, von Upper Red. Ich weiß, ob KS-Freak auch solche Videos gemacht hat, wo ihr Omegle-Videos gedreht habt. Und ich sag's euch, wie es ist, Digga. Diese Videos habe ich damals auch nicht gefeiert. Ich hab's nie verstanden.
So, dass hier, dass du jetzt mit der Ausrede kommst, es kann auch die Wahrheit sein. Es ändert aber nichts daran, dass du trotzdem beleidigt hast und diese Videos hochgeladen hast. Und ihr euch damit profiliert habt. Und ihr das witzig fandet. Verstehst du, Bro? Das ändert nichts. Weil wir bewusst das Mikrofon deaktiviert haben oder hier beim Chatroulette-Programm einfach ein Device ausgewählt haben, was kein Mikrofon war. Dementsprechend haben uns die Leute auch nicht gehört. Und dann haben wir Leute auf behindert beleidigt. Hier ein paar Beispiele. Du bist ein... Ja, so. So in der Maske. Du bist ein... Auch hier wichtig zu erwähnen ist, dass immer wenn wir die Leute beleidigt haben, man merkt auch an deren Mimik und Gestik, wir haben wirklich aufs Übelste beleidigt. Was? Ja, aber das ändert ja nichts, Bro. Du hast doch trotzdem hochgeladen mit den Beleidigungen. Es kam doch für die Leute so rüber, als ob die das gehört hätten, auch wenn nicht. Du äußerst trotzdem diese Beleidigung, Bro. Ich küsse dein Herz. Natürlich, wie gesagt, dumm ist und kindisch. Aber die Leute haben nicht mal einmal richtig ihr Gesicht verzogen oder auf diese Beleidigung reagiert. Warum? Weil sie uns nicht gehört haben. Okay, Bro. Also dein Argument kann ich gerade hart gefangen. Tut mir leid, Bro. Okay. Nehmen wir mal, die haben es danach gesehen, nachdem du es hochgeladen hast. Fühlen sich dann nicht beleidigt. Oder die Leute, die das Video sehen und vielleicht mit diesen Leuten verwandt sind, fühlen sich nicht beleidigt, Bruder. So einfach geht das nicht, Bro. Da kann ich auch nicht lügen, tut mir leid. Es ist doch eigentlich umso schlimmer. Du hast dann nochmal Zuschauer verarscht, dass ihr so auf Kuh macht und die Leute beleidigt auf lustig, wobei sie euch nicht mal gehört haben. Das spielt mir in die Karten, Bro. Das wäre zum Beispiel eine Punchline von mir in der Schwankenfolge. Und dir sitzt, Bruder. Und jetzt machen wir weiter, ohne darüber noch weiter zu reden. Hast du deswegen die Bewertung ausgeschalten? Den habe ich auch lange beleidigt. Der ist gar nicht drauf eingegangen. Hier auch eine mega lustige Szene. Er hat irgendwie Graffis an Arsch gezeigt. Der Typ dachte, das wäre ein Mädchen. Oh nein, das war so peinlich. Ne? Auch hier war das Mikrofon gemutet. Jetzt. Auch hier hat wieder K-Streak hart beleidigt, ne, aber wie gesagt. Liebe Grüße an das Finanzamt von K-Streak und Krappi. Der Typ hat uns gar nicht gehört. In dieser Szene, die ich jetzt zeige, sieht man, wie KS und ich versuchen krampfhaft lustig zu sein und versuchen zu unterhalten und wir haben gar nicht mit den Leuten kommuniziert. Warum? Weil das Mikrofon auf Mute war. Achtet mal darauf. Guck mal, wie breit du aussiehst da. Guck mal, wir passen beide nicht mal zur Hälfte rauf. Guck mal, mit dem Bizeps. Digga, lass mal direkt zum Gym gehen, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt sofort trainieren. Oh, guckt euch mal, ey, dieses Mädel, hier steht auf meine Muckis. Ja, wie gesagt, hier ist mal cringe. Kein Gespräch eingegangen, weil das Mikrofon auf Mute war. Und auch hier haben wir, wie gesagt, heftige Beleidigungen rausgehauen, aber achtet mal bitte auf ihre... Ihr braucht auf die Mimik nicht zu achten, Bro. Leider habe ich dein Argument gerade entkräftet, Bruder. Egal, wie sehr du dir Mühe gerade gegeben hast, Bro. Ich küsse dein Auge. Das Video ist trotzdem hochgeladen worden. Die Leute haben das Video nachhaltig dann gesehen. Vielleicht haben sie sich dann beleidigt gefühlt. Haben die Verwandten von den Leuten das Video gesehen. Und ihr habt nochmal die Zuschauer verarscht, indem ihr auf cool gemacht habt, dabei gar nicht eigentlich so hart wart und die euch gar nicht gehört haben, Bro. Ich küsse dein Herz. Da kann ich euch... das ist meine neutrale Meinung, Bro. Wenn ich ein Peach wäre, würde ich jetzt einfach sagen, ja, okay, du hast recht, aber in der Sache gebe ich dir kein Recht. Ihre Gestik auf ihre Lippen. Sie hat nicht mal einmal ihr Lächeln verloren. Die war voll entspannt. Sie hat nicht mal auf unsere Beleidigung reagiert. Warum? Weil sie uns nicht gehört hat. Ja, wir haben diesen dummen Joke gehabt, dass wir Leute, die uns nicht gehört haben, weil wir absichtlich das Mikrofon stumm geschaltet haben, oder wenn Leute aus dem Ausland kamen und kein Deutsch sprechen. Nur weil er beleidigt hat, muss er nicht massieren. Das stimmt, Jano. Und darum geht es ja auch in dem Video, ne? Wir konnten wieder sichergestellt haben, dass wir die dummerweise beleidigt haben. Achtet, wie gesagt, auf die Lippen. Es wurde beleidigt, 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 aber das Lächeln ist nie weggegangen. Ganz einfache Sache. Das war der Kontext. Aber so wie Mimi das darstellt, so manipulativ war ja kein Hintergrund. Dieses Nerf Gaming, Dankeschön, Bro. Hintergrundwissen hat. Und Mimi, wenn du kein Hintergrundwissen hast, dann lass es einfach. Dann blend die Sachen nicht ein und versuch nicht irgendwie damit zu manipulieren und so das darzustellen auf, ah, so redet also heute Red mit Mädchen im Internet. So redet er also. Das Ding war 6 Jahre alt oder so. Ich habe mich schon längst von solchen Aussagen generell distanziert. So, und da müssen wir auch was unterschreiben. Egal, wie sehr ich das gerade kritisiert habe oder dieses Argument entkräftet habe, es ist trotzdem ein Fakt, dass es schon 6 Jahre her ist. Und genauso wie wenn jetzt andere Leute versuchen, über die ich ein Video machen werde, die jetzt, früher habe ich auch beleidigt, hardcore. Wisst ihr doch, wie ich meine? Meine Watt für Spartenfolgen, auch wenn es zur Unterhaltung gedient hat. Ich habe es natürlich nicht gefaked, ich habe beleidigt offen, die Leute haben gesehen, was ich gemacht habe. Aber wenn jetzt heute Leute kommen und meinen Content von vor 5 Jahren kritisieren, wo die sagen, ja, Jan macht so, abwarten, Digga, Bug, es wird eine geile was für Spackenfeuer kommen, weil f***en lasse ich mich von niemandem, ihr wisst selber. Aber das ist dann scheiße, weil er sagt doch, ich habe mich davon distanziert. Er hat auch das Video rausgenommen, das erste Video über Carina, wo ich euch auch offen und ehrlich sage, ich hätte genauso ein Video gemacht, wenn mir jemand was vorwirft, was nicht stimmt. Wenn ich davon zu 1000% überzeugt bin, dass ich die nicht angefasst habe, wenn es keine Beweise gibt. Ich hätte das erste Video gelassen, ich hätte es nicht gelöscht wegen Shitstorm, hätte ich nicht gemacht. Das kriegst du aus mir nicht raus. Weißt du, ungerecht beleidige ich niemanden mehr. Okay, vielleicht auf Spaß, wenn wir auf Street-Videos reagieren, aber dann sind es ja auch oberflächliche Videos. Ich muss das immer wieder sagen, weil die Leute in den Kommentaren auf cool machen.
und denken, die können mich dann damit ficken, so weißt du. Aber er sagt doch selber, er hat sich davon distanziert, er macht sowas nicht mehr. Und in dem ersten Video, was er über Carina gemacht hat, sind halt Wörter und Beleidigungen rausgekommen. Die hat er aber sofort gelöscht und hat danach, ficke dieses Wort, ich sag's nie wieder. Ja, und dann hat er halt ein vernünftiges Video gemacht, so auf dem, weißt du. So, wir haben das Argument entkräftet, dass es nichts ändert, dass du beleidigt hast, das Video hochgeladen hast, dass sie dann nachhaltig beleidigt worden sind, dass ich auf cool gemacht habe, dass ich sogar gelogen habe. Aber ich gebe ihm recht, wenn er sagt, er hat sich davon distanziert, das ist schon 6 Jahre her und da hat er recht. Da hat er recht. Unabhängig davon, dass die Leute uns nicht gehört haben und es, ja, es ist dumm. Selbst wenn die Leute eigentlich gehört haben, ich rechtfertige dich damit, dass es cool ist. Relativiert. Leck meinen Arsch, Digga, ich mag das Wort nicht. Cool ist oder so. Selbst wenn die Leute eigentlich hören, soll man so nicht reden. Klar, ich habe mich schon leck. Digga, Tassus! Wir timeouten dich in jedem Stream. Wie kannst du immer wieder dabei sein, Dicker? Ja, ich verstehe das nicht. Denkst du, solche dummen Sachen distanziert? Aber das, was Mimi macht, absolute Verwirrung, Manipulation, eklig. Und jetzt kommt das Lustige. Mimi kommt mit einem Anwalt und sagt, guck mal, hier ist ein Anwalt, der zeigt, wie Lügner sich oft verhalten und versucht, durch die Beispiele vom Anwalt das auf mich zu projizieren. Okay? Und das Lustige ist, er versucht das nur auf mich zu projizieren, aber nicht einmal auf irgendjemand anders. Okay? Und jetzt... Hört mal aber bitte einmal genau hin, was denn der Anwalt sagt. Weil ich glaube, Mimi, du hast nicht mal dem Anwalt richtig zugehört. Ich glaube, deine so krasse Missgunst gegenüber mir hat einfach die Wörter vom Anwalt so komisch verstanden, dass du nur mich darin gesehen hast. Oder du hast vielleicht einfach nur manipuliert wieder in dem Falle. Aber hör doch einmal hin, was der Anwalt genau sagt. Ich bin überrascht, wie gut sich damit das manipulative Gelaber von ApoRed beschreiben lässt. Ja, dann fangen wir mal an. Der Lügner ist häufig darauf bedacht, sein eigenes Verhalten durch irgendwelche... Tut mir leid, Chat, aber sowas nehme ich nicht ernst. Sowas nehme ich wirklich nicht ernst. Es gibt Menschen, Bruder, die drücken wie gedruckt am Schnürchen und es fällt nicht auf. Und wir wollten mir sagen, dass man an Mimik und Gestiken sehen kann, wenn jemand lügt, wenn man sich nervös verhält und so weiter. Leck meine Eier, Digga, seid ihr alle CSI Miami oder was? Sowas kann man auch umgehen. Und auch wenn nicht, da könnt ihr mir noch so welche wissenschaftliche Bücher auf den Tisch knallen oder irgendwelche Detektivshows, Bro. Sowas nehme ich nicht für voll. Wenn jemand ein Video über mich hat und sagt, John lügt jetzt zu 100%, weil er hat da so gemacht, er hat damit seine Haare gefressen. Zick da lang! Vielleicht habe ich Läuse und kratz mich! Apo Kinje, danke schon für deinen 3-Mal-Grüß, hab ich küsst dein Herz. Das ist meine Meinung. Größtes Müllargument, ist mir scheißegal. Ich bleibe dabei. Möglicherweise gar nicht zur Verfügung stehenden Beweismittel zu beweisen. Das macht sehr, sehr häufig derjenige, der lügt. Beobachtet das mal. Und dann kommt er mit einem Beispiel von mir, pass mal auf den, das passt zu ApoRed, pass mal auf, es passt gar nicht, aber hört mal zu. Was sagt denn Jan Rohde? Ich hab das am Rand mitgekriegt. Er zeigt jetzt hier, was sagt Jan Rohde? Wo war jetzt der Kontext? Warum? Mag Jan Rohde nicht. Liebe Grüße an Jan Rohde. Warum habe ich überhaupt Jan Rohde erwähnt, Mimi? Warum habe ich Jan Rohde erwähnt? Soll ich dir sagen, warum? Weil Carina doch gesagt hat, doch, ich habe den Tube One-Leuten noch Bescheid gesagt. In diesem Chat hat sie ganz klar gesagt, dass sie den Tube One-Leuten Bescheid gesagt hat über den Vorfall, okay? Ja, Problem ist aber, dass ich ja bis heute noch Kontakt habe zu den Tube One-Leuten. Auch zu Jan Rohde. Und der hat hier ganz... Doni auf zu triggern. Ganz klar und deutlich geschrieben, das ist hier ein Chat. Ich habe tatsächlich keinen Schimmer, wer da wann wo war. Nee, Jan Rohde ist kein Ehremann, Bettke. Ich weiß nur, dass sich Carina damals nicht bei mir oder meinem Team beschwert hat. Jan Rohde ist der Geschäftsführer von Tube One. Mag Jan Rohde nicht. Hat diese Gangtour gemacht. Jan Rohde als Geschäftsführer hat gesagt, Carina hat sich nicht bei mir oder bei meinem Team beschwert. Und gehen wir jetzt weiter noch drauf hinein. Und zwar haben wir hier nochmal Ramona. Grüße geht raus. Was sagt denn Ramona? Sie war auch einer von den Tube One. Wenn du sagst, so, hey, nö, ich kann mich auch gar nichts erinnern. Ne? Und du kannst auch gerne mal spezifisch auch Sabibo fragen. Sabibo, kannst du dich erinnern, wie ich damals zu dir gegangen bin und gesagt habe, dass Red sich an mich vergriffen hat? Da kann ich dir jetzt schon mal predikten, dass Sabibo nein sagen wird. Weil so wie ich Sabibo kenne, und ich war gut mit ihr, würde sie ganz... Sabibo Khilkhara. Ganz klar sagen, Red, hör auf damit, oder was hast du gemacht? Okay, und jetzt haben wir aber nicht nur Sabibo, wir haben nicht nur Jan Rohde, wir haben nicht nur Ramona. Dann habe ich noch Jan Rohde gesagt, frag mal Annika. Gab noch eine Annika, die auch Managerin war, okay? Die gehörte auch zu den Tube-On-Leuten und meines Erachtens auch die Letzte. Und ich hatte auch eben noch mal kurz Annika gesprochen, die... Die einzige dann noch gewesen wäre, die von Tube One mit dabei war. Der Jan Rohde hat gerade nochmal bestätigt, dass Annika auch nochmal die letzte und einzige gewesen war von Tube One. Und die war... Digga, wenn ich diesen Bushido-Beat noch einmal höre, werde ich meinen Kopf so fest gegen die Wand schlagen, Bro. Dass das ein Legenden-Stream ist und ich einfach im Stream sterbe. Und dann könnt ihr Bushido gerne verklagen, Digga. Ich sag's euch, wie es ist, verdammt. Von nix. Sie weiß auch von nix. Das heißt, Carina macht genau das, was der Anwalt gerade gesagt hat. Hört mal genau hin. Der Lügner ist häufig darauf bedacht, sein eigenes Verhalten...
durch irgendwelche möglicherweise gar nicht zur Verfügung stehenden Beweismittel zu beweisen. Habt ihr nochmal genau zugehört? Mimi, hast du nochmal genau zugehört? Brauchst du ein neues Headset? Durch irgendwelche möglicherweise gar nicht zur Verfügung stehenden Beweismittel. Ja, er versucht halt dasselbe auf ihn zu beziehen, weil es halt keine wirklichen Beweise gibt. Dies, das, mies, das. Es ist ein Hin- und Her-Spiel, Bro. Zu beweisen. Carino kommt hier mit Pseudo-Zeugen und sagt, ja, ich hab den Tube-One-Leuten Bescheid gesagt. Und ich hab öffentlich gesagt, wem, wo, welchen Tube-One-Leuten hast du Bescheid gesagt? Ich hab einfach mal alle gefragt. Ich hab Sabibo gefragt, Jan Rode, Annika und Ramona. Und alle sagen, nö. Die Carina ist nicht zu mir gekommen und hat gesagt, der Red hat sich an mich vergriffen. Also absolut widersprüchlich sein Daddy mit Beweisen, weil diese vier Zeugen gelten juristisch gesehen als Beweis vor Gericht. Und wer da was anderes sagt, Jura nicht durchgespielt und hat Jura nicht mal angefangen, so wie Mimi. Und auch so Aussagen wie, warum sollte ich sowas machen? Warum sollte ich sowas machen? Was habe ich für einen Grund dafür? Das sind auch alles Indizien dafür, dass man auch lügt. Du kannst das eigentlich eher auf sie beziehen, weil, guck mal, diese vier Zeugen, Ramona, Jan Rode, Annika, Sabibo, die Tube One Leute, ja, die sprechen alle für mich und gegen Carina. Okay, Abdel, Paola, die drei Mädels, die sprechen alle für mich und komplett gegen Carina. Meine Zeugen sind nicht so nicht vorhandene Pseudo-Zeugen, wie bei Silvi, wo sie sagt, ja, da war ein Typ... Ach, bei Silvi van der Vaart. ...Typ an der Bar und der hat irgendwie alles mitbekommen, aber ich glaube, der würde mir gar nicht helfen, weil... Ja, Silvi, macht doch absolut viel Sinn. Ein Typ bekommt mit, wie zwei Jungs ein sexuelles Angebot ganz frech machen und lachen, haha. Und der Zeuge, der alles mitbekommt, der würde gar nichts machen, der würde nicht mal bei der Polizei aussagen. Das ist genau das, was der Anwalt sagt, aber Mimi, du hast es gar nicht gecheckt. Du versuchst, die Sachen nur auf mich zu beziehen und ziehst es nicht mal in Erwägung, es auf die anderen zu beziehen, obwohl es sogar da viel eher passt, weil die ja diese Pseudo-Beweise haben, diese Pseudo-Zeugen. Und Zeugen zählen als Beweise. Ne? Und wenn eine Carina sagt, ja, ich habe den Tube-One-Leuten Bescheid gesagt und bla bla bla. Oh, die Tube-One-Leute sagen nö. In dem fünften... Auf ganz nö-Basis. Nö! Mag's nicht so! 50-Minuten-Video gibt's aber keine Indizien oder juristisch gesehen eventuell Beweise. Doch, der Prophet sagt, vertragt euch... Ja, geht schlecht, wenn da einer ein Atheist ist, ne? In einem 50-Minuten-Video gibt's Beweise. Und jetzt ist wieder das Problem. Mimi relativiert jetzt hier Beweise, indem er sagt, ich soll Beweise liefern, dass ich mich jetzt... Nö! Nö! Mag den Zap vom Baran! Dankeschön, Bro, für dein Restart. Wie geht's? Gut, Bro. Wie geht's dir? Nicht so an Carina so vergriffen habe und gesagt habe, oh, wollen wir nicht was sneaken heute Abend und wollen wir mal gleich noch mal ein Käse-Gurkenbrot mal richtig snacken? Mag das Käse-Gurkenbrot nicht mehr. Snacken? Das sagt Mimi auf den in der Richtung, dass ich dafür keine Beweise habe. Aber ich habe doch ganz klar und offen kommuniziert, dass ich Beweise habe, dass Carina widersprüchliche Aussagen sagt, wie in einem 50-Minuten-Video, wo sie des Öfteren betont hat, wo ich immer gefragt habe, Carina, vielleicht hast du mich damals nicht gemocht und sie so, ach, nein, Red. Warum sollte ich damals nichts gegen dich haben? Wo das aber ein absoluter Widerspruch zu den Chatverläufen war, die sie selbst geleakt hat. Und Chatverläufe sind auch Beweise. Sie hat es ja selbst veröffentlicht. Man merkt, Mimi hat Jura durchgespielt. Nicht. So, der Anwalt geht jetzt weiter voran. Er beschreibt jetzt eine Geschichte. Ich mag den Anwalt, taugt nicht, aber dann müssen wir leider durch, meine Damen und Herren. In Form von einer Schlägerei in der Disco. Dann sagen wir jetzt einfach, Hakan hat jetzt Jeremy in der Disco geschlagen. Der Anwalt erzählt jetzt weiter. Und dann geht man nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe und wenn man dann fragt zum Beispiel, haben Sie meinen Mandanten provoziert? Der sagt, nein, ich habe den nicht provoziert. Dann sagt man, wie standen Sie da? Und jetzt kommt's, total ruhig und gelassen, ich habe nur mit meiner Freundin gesprochen. Das ist wieder so eine Frage, warum sagt der Zeuge denn das genau jetzt gerade so? Ja, also man hätte auch einfach sagen können, ich stand da mit meiner Freundin, aber geht in eine Art Schutzposition und versucht sich zu rechtfertigen. Warum versucht er das? Weil er möglicherweise wirklich den jungen Mann provoziert hat, den man in dem Moment verteilt. Sehr... Melissa, hast du ihm gerade eine Bombe gegeben? Wichtig, Leute, sehr wichtig. Der Anwalt hat gerade gesagt, jetzt als Beispiel, Hakan hat Jeremy geschlagen. Die Polizei geht zu Jeremy und sagt, ja, hey, wie war das Verhältnis? Wie war das jetzt genau? Was habt ihr jetzt genau gemacht? Und Hakan, der angibt... Fuck, ich werde meinen Kopf gegen die Wand schlagen. Ich mag den Bushido-Beat nicht mehr, Digga. Ich kann's nicht mehr hören. Ihr habt das Lied seiner Mutter gefickt. Wir haben Amerika seine Mutter gefickt, Bruder. Ich will nicht mehr. Als Jeremy geschlagen hat, sagt er zur Polizei, hey, Police Officer. Ich hab nichts gemacht.
Hey, Mr. Policeman, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Beef. Ich war mit meiner Freundin ganz ruhig. Ich hab entspannt mit dir geredet, ich hab da gar nichts gemacht. Und der Anwalt sagt, warum betont er das so heftig und sagt, ich war ganz ruhig mit meiner Freundin, hab nichts gemacht. Weil er sagt ja, wenn er nichts gemacht hat, dann hätte er auch einfach sagen können, ja, ich hab nichts gemacht. Aber der Anwalt sagt jetzt hier, der Lügner geht es in so eine Art Schutzmechanismus und sagt auf den, nein, ich war doch ruhig und hab nichts gemacht. Hier versucht Mimi das wieder auf mich zu beziehen, wobei das eigentlich wieder eher auf Carina passt. Weil erinnert euch, wo ich oft gesagt habe in den Livestream von Unger, Carina, vielleicht hast du mich damals nicht gemocht. Was hat Carina gesagt? Carina meinte, ach nein, Herr Red, was sollten wir gegen dich haben? Ach nein, ah nee, hä, nein, das stimmt doch gar nicht, hä? Das stimmt doch gar nicht. Digga, und zwei Videos danach sagt sie, ja, ich mag dich gar nicht und ja, bla bla, und natürlich habe ich dich nicht gemocht. Hä? Aber in dieser Live-Debatte hat sie sich in diesen sogenannten Schutzmechanismus gebracht und hat so getan auf, hä, nein, was soll ich denn gegen dich gehabt? Gehabt haben und hä, nein. Obwohl man durch die Chats auch offensichtlich gesehen hat, durch Sachen wie, hat sie ja gesagt, irgendwie Kackbratzen und Salzsäure waschen und bei 3 auf Fuß, da hat der Kollege gesagt, und hat er nicht widersprochen und andere etliche Sachen. Da hat man doch ganz offensichtlich die Widersprüchlichkeit gesehen. Aber da in den Livestream, genau wie der Anwalt beschrieben hat, der Lügner kommt mit diesem Schutzmechanismus. Ich sag, Carina, vielleicht hast du mich damals nicht gemocht. Nein, hä, nein, hä, das stimmt doch gar nicht. Was soll ich damals gegen dich gehabt haben? Genau dieser Schutzmechanismus. Warum sagt Carina nicht ganz einfach, ja, okay, stimmt, ich bin nicht gemocht, aber das spielt ja nicht die Rolle. Hättest du doch auch sagen können. Aber nein, das passt mit dem Anwalt und seiner Erkenntnis. Wisst ihr was? Ich hab sie massiert. So, jetzt ist es raus. Ich hab sie nicht nur massiert, ich habe sie... Ich war's, so. Ich nehme alles auf mich, ich war's. Hatet mich bitte. Endlich ist es raus. Endlich ist es raus. Er meint doch, wenn da waren zwei, ich war da. So, ich habe sie massiert und ich bin sogar stolz drauf. Denn ich bin ein guter Masseur. Ich war's. Verdammte Scheiße, jetzt fühle ich mich besser. Spaß, Digga, ich wollte mal ein bisschen den Stream auflockern und euch aufwecken, Digga. Kenntnisse zu dem, was Lügner häufig sagen. Wir haben noch 20 Minuten vor uns, meine Damen und Herren. Das Problem ist, dass Mimi sich die Dreistigkeit nimmt und diese ganzen Beispiele nur auf mich krampfhaft versucht hat zu beziehen, obwohl man es eigentlich auch genauso gut und meines Erachtens sogar viel besser auf eine Carina oder auf eine Silvi beziehen kann, als auf mich. Aber man sieht an dieser Stelle wieder, Mimi geht es hier gar nicht um die Wahrheit und Gerechtigkeit. Es geht darum einfach nur, ey, ich will up red ballern in dem Sinne, metaphorisch gesehen. Es geht hart auf hart nur darum. Wen willst du hier ficken? Du willst sie nicht ficken? Du willst ihn töten, Mert-Patan! Ich geh jetzt trainieren! Kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Wer kennt's noch, Digga? Habt ihr Flashbacks bekommen? Ah, Bro, das waren auch geile Zeiten. Punkt des Videos. Und zwar mein Danke an Mimi. Und zwar hat Mimi für mich noch... Ja, Melissa, ich warte, danke. ...mal den absolut ultra endgültigen Mörderbeweis geliefert, dass Mimi komplett scheiße labert. Ist sie wahrscheinlich nicht so ganz bewusst oder will einfach... Wir klären das wie Männer! Wir machen eine WhatsApp-Gruppe! Du willst ihn töten! Ich geh jetzt trainieren! Das waren die besten Zeiten, Bro, ich weiß nicht. Muss manipulieren. Aber Mimi lief... Er hätte einfach wieder diesen Insta die Eimer müssen. Wen willst du hier f***en? Hat hier unbewusst einen heftigen Beweis, dass Carina komplett gelogen hat. Einen heftigen Beweis liefert er jetzt. Ich habe spontan gedeckt, aber bitte hört jetzt alle zu. Das ist jetzt der wichtigste Punkt überhaupt. Der wichtigste Punkt. Und Mimi hat mir sogar... Dicker will er mich... bei diesem Punkt unbewusst beholfen. Danke nochmal dafür. Hören wir rein. Und generell sind die gesamten Zeugenaussagen auch hinfällig, denn es kommt noch eine wichtige Sache hinzu, die hier die meisten verständlicherweise falsch verstehen. Das heißt, Mimi kommt jetzt und sagt, ey Leute, da ist ein Sachverhalt, den habt ihr gar nicht gecheckt. Ich erklär's euch jetzt. Und jetzt pass mal auf. Er erklärt jetzt. Carina hat die Geschichte in der Ersterzählung kurz und wesentlich gehalten, damit's jeder Idiot peilt. Es ging ums Schminken, dann Belästigung und dann die Zugfahrt. Sie war zu 15 Uhr verabredet, auf dem Astra-Gelände zu sein, um dann irgendwann mit dem Schminken zu beginnen. Und nach der Belästigung ist sie eilig zum Zug. Und dann hat sie 20 Uhr im Zug mit ihren Freunden geschrieben. Dazwischen liegen also 5 Stunden. Wie sind die überhaupt vergangen? Also, wichtig ist erstmal zu wissen, okay, 15 Uhr hat sie angefangen zu schminken, okay? Zug war ungefähr 20 Uhr. So, machen wir jetzt weiter. Ihr müsst jetzt aufpassen, weil das ist halt viel wichtiger als das Gurkenbrot einfach gerade. Oh, okay, dann müssen wir jetzt konzentriert zuhören, Chat. Chat, holt eure Hand aus euren Schamhahn raus, aus euren Arschern. Hört jetzt konzentriert zu. Es ist wichtiger als das Gurkenbrot. Jetzt bin ich wieder voll Fokus dabei, Digga. Placement mit, keine Ahnung, irgendwelchen Gaming-Boostern, die wir jetzt hier angeblich haben. Wartet.
Oh, zum Glück habe ich mir für 50 Euro ein Gaming-Mousse bekommen. Jetzt kann ich mich besser konzentrieren. So, jetzt aber konzentriert zuhören, Chat. Also, das Schminken war 17.23 Uhr fertig. So, wir halten fest, das Schminken, wie er auch hier gezeigt hat, war 17.23 Uhr fertig. Das müsst ihr euch jetzt merken, okay? 17.23 Uhr war das Schminken fertig. Hören wir weiter. Und ihre Zugstrecke begann 19.29 Uhr. Also liegen da immer noch ungefähr 2 Stunden. Okay, 17.23 Uhr Schminken, 19.29 Uhr beginnt Zugfahrt. 2 Stunden ist der Zwischenraum. Jetzt beschreibt Mimi, was hat Carina in diesem Zwischenraum gemacht? Sie hat irgendwie bei einem Kurier irgendwas... Sie hat sich von mir massieren lassen. Abgeholt, ne, bla. Das weißt du, aber das wusste bis zu dem Zeitpunkt keiner. Ich war da nebenbei mit dir auch noch in einem anderen Zimmer. Ich habe sie dort massiert, Digga. Und das hat dir gefallen. Klar, das wird er jetzt auch... Habt ihr Beweise? Nein, habt ihr nicht. Hat er jetzt hier kurz gefasst gesagt. Das heißt, Carina ist nach dem Schminken, ne, ist hier irgendwas abholen gegangen. Okay, das sagt er jetzt. Sie hat sich 18 Uhr mit dem Kurier abseits des Astra-Geländes getroffen, die Reisepässe entgegengenommen. Also Mimi sagt jetzt hier und Carina sagt jetzt hier im Chat, ne, Carina ist jetzt abseits vom Gebäude gegangen, hat sich da, keine Ahnung, um 6 Uhr mit dem Kurier getroffen, um was abzuholen, okay? Sie ist jetzt weggegangen vom Gebäude, okay? Hören wir weiterhin. Ist zurück in den Schminkraum, hat die Schminksachen weggeräumt. Und ist zurück in den Schminkraum und zwar um 18.45 Uhr. An der Stelle, Digga, was zur Hölle ist ein Schnutzelchen? What the fuck, Bro? Ich geh mal Daumen, okay? Hier hat sie ja auch das geschickt, ne? Und Mimi zeigt auch, dass dieses Foto auch genau in diesem Raum gemacht worden ist. Hier durch das Holz und etc. Und das streitet doch keiner ab. Aber wichtig ist das hier. Liest mal bitte das hier. Hier habe ich die Ausweise fotografiert und meinen Schminkkram eingepackt. In dem Zeitraum ist das mit UpRed passiert. Also, Carina sagt hier in diesem Chat, um 18.46 Uhr ungefähr, vielleicht gegen 19 Uhr, ist ja das mit UpRed passiert, die Belästigung. Also nach dem Schminken, wo sie dann was abgeholt hat und dann ungefähr um 19:45, also 19:19, dann wieder in den Raum war, da ist es um den Zeitraum passiert und das besteht... Bro, von wie vielen hat sie sich massieren lassen? Ich war sie massieren um 18:27... What the fuck, Bro? Um 18:27 hast du sie massiert, Hakan? Du kleiner Wichser, Dicker, ich hab sie um 18:10 massiert. Was passiert hier, Bro? Hakan, hast du vielleicht Beweise? Steht doch hier an Mimi, wie man jetzt hier hören wird. Und die Reisepässe fotografiert und an Tom geschickt, damit Tom kontrollieren kann, ob alles vollständig ist, bevor Carina mit den Reisepässen... Yilmaz, um 19 Uhr? Digga, will die uns alle ficken? Was passiert hier, Digga? Warum hat sie so einen Hassel auf Red geschoben, Digga? 5 Leute haben sie massiert. Ich, Yilmaz, Hakan, Red, wer noch? Ich um 18:07. Was? Davor oder? Losfährt. In diesem Zeitraum ist dann das Ganze mit UpRed passiert. Also hier bestätigt doch ein Mimi. In diesem Zeitraum ist es passiert. Ne? Geht doch alles. UpRed hat mich voll flirty, voll gequatscht, bla bla etc. Ne? Aber wie gesagt, hier schreibt sie durch diesen Zusatz auch. Hier habe ich die Ausweise fotografiert, bla 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 bla. 18:46 und hier ist das in diesem Zeitraum passiert. Ne? Also nicht in dem Zeitraum, wo sie die Mädels geschminkt hat direkt danach, sondern erst wo sie weggesteppt ist und später wiedergekommen ist. Und dann bitte vor 19 dann da war. Das ist jetzt sehr wichtig. Merkt euch das. Im Zeitraum ist dann das Ganze mit UpRed passiert. Also deutlich nach der ganzen Schminksession Richtung 19 Uhr, als Carina dann im Anschluss zu... Digga, entweder mein ADS kickt böse rein. Hanne, ich gebe wirklich mein Bestes. Walla billa, ich gebe mein Bestes. Diese Upload-Leute werden sich aufregen, weil die hätten auch einfach auch das Video von Red alleine gucken können, Bro. Digga, immer wenn Red sagt, merkt euch das, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Nach 20 Minuten, ich habe keinen Bock mehr, das Thema ist durch, Amanda Jackson. Wer fühlt mit mir? Ihr könnt nicht mit mir fühlen, weil wir gerade 1800 Zuschauer sind, Digga, aber keine Ahnung, Mann. Ich will sie einfach nur nochmal massieren, Digga, das ist das Einzige, was ich will. Ich will sie massieren und ich will von ihr massiert werden, das ist das Einzige. Und ich will dieses Gurkenbrot zerstören, Digga. Zum Zug gespackt ist. Das heißt, die ganzen Zeugen, die sowieso schon kein Durch... Guck mal, was er mit Abwehr gemacht hat. Gegen Alibi geben können, bezeugen hier sogar ihre Sicht der Dinge in einer komplett anderen Situation. Also Mimi sagt jetzt hier, die Zeugen waren doch nur in dem Fall. Also mir zu viele Pfeile, Digga. Sind wir hier im Mathe-Kurs oder was? Ich möchte nicht. Vorfall am Start. 17.30 Uhr ungefähr. Da waren noch die Zeugen am Start. Aber oh nein, was für ein Beat kommt jetzt, Digga? Immerhin neue Beats. Der Vorfall ist doch ungefähr hier passiert. Um 19.30 Uhr, ne? Pi mal Daumen um ungefähr 19 Uhr. Ja, danke Mimi für diesen Hinweis, weil... Ich habe mir nochmal die Story von Carina angehört, die Anfangsstory. Und sie widerspricht komplett deiner Aussage. Der Beat ist aber geil. Und ihrer Aussage in dem Chat. Es widerspricht es komplett. Hört jetzt alle hin. Carina hat jetzt hier gesagt, hier, in diesem Zeitraum ist es passiert. In diesem Zeitraum ist es passiert, okay? Hier. Mimi sagt selbst, ja, ey, die ganzen Zeugen haben nichts zu melden, Digga, weil, Digga, die ganze Zeugen war ja bei der Schminkgeschichte am Start. Und der Vorfall war ja 2 Stunden danach. Mal Daumen. Also hier ist auf jeden Fall ein Fehler unterlaufen. Wir haben gerade in meinem Chat erfahren, dass circa 6 Leute Carina zwischen 18 und 19 Uhr massiert haben. Also hier muss was, hier, das macht ja alles vorne und hinten keinen Sinn irgendwie. Also beide lügen.
Sagen wir nicht 2 Stunden, 1,5 Stunden danach, was auch immer, ne? Hören wir doch bitte noch mal einmal genau hin. Wie hatte noch mal Carina anfangs die Story auf Instagram Story gepostet? Wie war denn da der chronologische Ablauf? Hört jetzt genau hin. Da hört man die heftigste Widersprüchlichkeit. Und ich denke mir, wie konnte das Anime nicht checken? Okay, hören wir hin. Auf jeden Fall saßen wir dann in diesem Schminkraum mit mehreren anfangs. Ja. Den Raum kennen wir, da waren da alle Leute, ja, da war eine Paola, eine Edda, ein Abdel, ein Apo, R.E.D., die drei Mädels, sie, Sabibo, etc. Kennen wir. Zum Schluss war ich nur noch mit ApoRed und den ApoRed Fangirls. Ja, an dieser Stelle muss man noch sagen, sie sagt, sie war jetzt hier mit ApoRed und den ApoRed Fangirls, wobei 5 Leute, Paola, Abdel, gesagt haben, nö, stimmt gar nicht, waren hier alleine und die drei Mädels haben auch gesagt, die waren hier alleine, aber jetzt unabhängig davon, wir hören mal weiterhin. Zusammen in dem Raum und hab die Mädels halt geschminkt und er sie währenddessen unterhalten. Also, Carina sagt jetzt hier, die anderen sind alle abgehauen. Ich war nur noch mit den Abonnenten und ihr alleine. Sie hat die Mädels beschminkt und ich habe die Mädels währenddessen unterhalten. Ne? Und wir reden hier von einem Zeitraum, 17 Uhr etwa, weil 17.30 Uhr war sie fertig mit dem Schminken. Das kann ja nur vor 17.23 Uhr da gewesen sein. Da sind auch schon einige Sprüche von ihm gefallen, wo ich mir dachte, oh, das ist grenzwertig, das sind Schülerinnen. Aber gut, die wurden da jetzt nicht begrapscht oder so. Auch natürlich eine absolute Müllaussage, die alle Zeugen widersprochen haben. Die drei Mädels haben gesagt, sowas ist nie in der Richtung vorgefallen. Das ist schon mal stabil, also dass das gesagt wurde, dass es nicht passiert ist, ne? Okay. Kortmas mit noch einem gesagt, ich küsse dein Herz, Bro, entspann dich, Bruder. Hören wir jetzt weiterhin, weil das, was gleich kommen wird, zerfetzt alles. Als die Mädels dann abgeholt wurden von... Boah, ich krieg wieder Flashbacks, Digga. Ich weiß noch, als ich sie massiert habe, Digga, meine Hände waren voller Schminke, so blaue Schminke. Du weißt noch, an dem Tag war noch diese Marvel, dies, das. Und ich hab mich nicht lumpen lassen, Digga. Ich hab diese Schminke auf meinen Penis massiert, weil ich mal auch so wissen wollte, wie es so ist, Digga, als Mutant. Wisst ihr, ich meine, Digga? Es war schon cringe, wenn ich mich recht entsinne, Digga. Aber zum Glück ist es nie öffentlich gewesen. Jetzt, wo das Thema durch ist, habe ich gerne die Wahrheit gesagt. Den anderen und dann draußen weitergefilmt wurde. Die hat er gesagt. Ja, ich find's auch nice. Dass die Mädels abgeholt. War sie behaart? Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Worden sind und das wurde draußen weitergefilmt. Die Szene kennen wir. Hier wurde draußen weitergefilmt. Unmittelbar nach der Schminksession, was alle bestätigt haben. Und mit alle meine ich jetzt alle, die sich erinnern können, wie eine Paola, ein Abdel und die drei Zeugen, die das jetzt Mimi kommt und sagt, mit alle ist jetzt das ganze Universum und Afghanistan dazu gemeint. Okay, ganz ruhig, Mimi. Bitte nichts relativieren. Hier sieht man auf jeden Fall, ist die Aufnahme, okay? Und jetzt ist wichtig zu wissen, sie sagt, ja. Die Mädels wurden abgeholt, dementsprechend. Doch, so ungefähr sahen, naja. Müssten dann nur noch Carina und ich in den Raum sein, okay. Und wir wissen ja, wie spät es jetzt ungefähr ist. 17.23 Uhr. Wallahi, wall. Okay, wir hören weiterhin. Draußen weitergefilmt wurde, musste ich natürlich mein Make-up-Kram einräumen und bin alleine in dem Raum geblieben mit ApoRed. Er ist da geblieben. So, ich war auch da in der Ecke. Aber die haben mich nicht gesehen, Digga. Carina sagt ganz straight. Oh nein, ein neuer Beat. Die anderen draußen aufnehmen. Sie packt gerade ihre Sachen ein. Und ich bin in den Raum geblieben. 17.23 Uhr noch ungefähr. Wie geht sie weiter voran? War halt irgendwie schon so eine mega weirde Situation, warum er ausgerechnet mit mir, die ihn eigentlich die ganze Zeit so ignoriert hat, in einem Raum bleiben möchte. Carina sagt noch weiterhin, ApoRed möchte sogar mit Carina weiterhin in den Raum bleiben. Das heißt, ich bin jetzt hier nicht rausgegangen, anderen Film, wie gesagt, draußen. Und ich bin einfach drinnen geblieben und sie hat sich gefragt, warum ist der Red drinnen geblieben? Er hat mich doch ignoriert. Geht's weiter voran? Weil draußen waren seine ganzen YouTuber-Freunde, die Gang-to-Action ging los. Ja, draußen waren YouTuber-Freunde, Gang-to-Action ging los. Ne? Um 17.30 Uhr wahrscheinlich etwa. Aber sie sagt ja, ich bin da drinnen geblieben. Und was sagt sie weiter? So, aber nein, er ist mit mir da geblieben. Sie sagt ganz straight. Das ist das Problem, Dicker, weil wir alle gleich aussehen, hat sie mich einfach mit Red verwechselt. Es ist, wie es ist, Digga. Also ich habe jetzt nicht so eine krasse Ähnlichkeit mit Red, aber der Bart war damals auch schon vorhanden. Und deswegen kann es zu einer Verwechslung kommen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich muss auch zugeben, dass sie da einfach lag, ne? Und meistens halt auf die Massage fokussiert, weil sie lag da einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Sie lag da einfach. Ich bin einfach dazu gestoßen. Wir haben uns alle abgewechselt. Erst kam ich, dann kam Hakan, dann kam... Wer war noch dabei, Digga? Wer war noch alles dabei? Alle 10 Minuten im Minutentakt haben uns alle abgewechselt, Digga. 17.25 Uhr. Was sagt sie danach? Und fing dann an, so flirty Sprüche zu machen. Du bist ja hübsch, so extra nah an einem vorbeigegangen, so gestreift. Auch das, meine Damen und Herren, es fällt mir gerade wirklich schwer, dass ich es wirklich zugeben muss. Aber auch das war ich. Auch das war ich. Aber ich fühle mich besser, Digga. Endlich ist es raus. So, auf jeden Fall kam er dann an, hat mich hier so gestreift hier. So. Ich mag das, mich zu streifen, Digga. Das ist so, das ist diese Dingstaktik. Die Streifertaktik, Digga. Die ist nice. Unter der Brust, an der Taille. Und da habe ich mich schon mega weggedreht und meinte, nee, ich muss jetzt los. Und ja, das hat mir nicht...
Da war ich verletzt. Der hat nicht aufgehört. Da kam der, zieht sich... Ja, und dann erzählt sie weiter ihre Lügenstory. Und jetzt müssen es doch eigentlich viele... Es ist keine Lügenstory, ich war das. ...gecheckt haben, weil zu dem Zeitpunkt war es doch 17.23 Uhr ungefähr. Aber warte, du hast doch hier geschrieben, hier 17.23 Uhr warst du fertig, hier habe ich die Ausweise fotografiert und meinen Schminkrahmen eingepackt, ne? Also, nachdem du nach der Schminksession beim Kurier diese Sachen abgeholt hast und dann später, hier man sieht es, 18.45 Uhr wieder reingegangen bist in den Raum und dann deine Sachen dann in dem Zeitpunkt eingepackt hast, dann ist das mit ApoRed passiert. Hä? Aber kompletter Widerspruch. In deiner Story sagst du, das ist ja direkt nach dem Schminken passiert von den Mädels, was ja um 17.23 Uhr war. Meine Güte, Mimi, du hast unbewusst dich und sie komplett hops genommen. Das ist der Widerspruch des Lebens. Der sechste eindeutige Widerspruch mit Beweisen. Chatverläufe, die sie selbst geleakt hat, mit denen sie sich selbst hops genommen hat. In diesem Instagram-Story-Video sagt... Walla, Red, Mimi, wer auch immer auf das Video gerade reagiert, es tut mir wirklich leid, aber ich habe sowas von den Faden verloren, Bro. Ich komme wirklich nicht mehr mit, Digga. Walla. Sie, 17.23 Uhr. Nimm mir das nicht böse, Chat. Also wir laden das trotzdem hoch, damit ihr das Video mit meinen ADS-Kicks ein bisschen euch gegeben habt, aber ich bin raus, Bro. 20 ungefähr hat er sich an mich rangemacht. Die anderen haben eine Aufnahme gemacht. Er ist drin geblieben und hat sich dann direkt an mich rangemacht. Er ist drin geblieben. Ich war's! Und warum ist er drin geblieben? Aber hier bist du doch selbst schon längst rausgegangen, hast irgendwelche Unternehmungen gemacht und bist dann viel später, eine Stunde und keine Ahnung, 22 Minuten oder so, später noch mal dahin gesteppt und dann ist doch angeblich dieser Vorfall passiert. Ganz, ganz, ganz anderer Ablauf. Ganz widersprüchlich. Offensichtlich eine Lüge. Und wenn Mimi wieder hier was... Dankeschön, Durstischer, für deinen Subprime. ...was dribbeln will, das beweist nun noch... Oh nein. ...noch mehr, dass es hier nicht um die Wahrheit geht, um die Gerechtigkeit. Mimi ist unser Superheld mit dem Cape, der hier einfach nur den gerechten Hasen spielen will. Nein, es geht in harte Fahrt nur um Manipulation. Leute, wir fassen zusammen. Wir haben 6, soweit ich weiß, 6 Beweise dafür, dass Carina sich widersprochen hat. Beweise. Man hat es gemerkt, Mimi hat mit 3-4 Wochen versucht, Widersprüche bei mir zu finden. Ich habe dir ganz easy zeigen können. Ein paar Stunden gibt's keine. So, und jetzt benenne ich nochmal die Widersprüche von Carina. Widerspruch Nummer 1. Ich sag zu Carina mehrfach im Livestream von ungefähr 50.000, 60.000 Zuschauer. Vielleicht hast du mich damals nicht gemocht. Sie sagt, ach nein, warum sollte ich? Und ah, es gibt doch keinen Grund. Hä, nein, es stimmt doch gar nicht. Man sieht ganz eindeutig in den Chat, absoluter Widerspruch. Man sieht es ganz, ganz deutlich durch diese Beleidigung, durch diese Aussagen. Es ist ein Beweis. Beweis Nummer 1. Der Chat zählt als Beweis. Nächste Sache ist, Carina sagt, ich war alleine mit Carina und den 3 Abonnenten, sagt der Carina. Abdel und Paola, die sich erinnern konnten, haben gesagt, Lüge, ich war auch dabei. Nein, wir sind nicht rausgegangen ohne den Mädel. Abdel sagt, ich bin nicht ohne Red rausgegangen. Paola sagt, nicht ohne den Mädels rausgegangen. Und dann sagen die 3 Mädels nochmal selbst, das stimmt nicht. 5 Zeugen, die ganz diametral dagegen sprechen, 3 Parteien. 5 Zeugen gelten juristisch gesehen als Beweis. Absoluter Widerspruch. Daraufhin führt er noch Carina aus. Dann, wo wir angeblich alleine waren, also die 3 Mädels, Carina und ich, wurden ja die 3 Mädels ja noch abgeholt, wo dann Carina und ich dann nur noch alleine waren. Wo die 3 Mädels gesagt haben, hä? Stimmt doch gar nicht. Die waren ja gar nicht alleine und wurden dementsprechend auch gar nicht abgeholt. Kompletter Widerspruch. Auf der anderen Seite sagt eine Paola, ich hab die auch nie abgeholt, weil ich kann mich gar nicht... Ich mag die 100-maligen Wiederholungen nicht. Ich erinnere, dass ich auch alleine gelassen habe. Und nach einem Update sagt, ich bin mit Red rausgegangen. Also so eine Situation wurde von keinem hier bestätigt. Absoluter Widerspruch, auch hier wieder mit Beweisen. Das war die 3. Sache. Die 4. Sache war so Aussagen wie, ja, Red hat so Aussagen gesagt, wo ich mir dachte. Und damit beenden wir das Video, meine Damen und Herren. Red, danke für das Video, Bro. Bildet eure eigene Meinung. Ich hatte nur eine Sache zu kritisieren. Und zwar mit den Beleidigungen im Omegle-Stream. Ich weiß nicht, ob du deswegen deine Bewertung ausgestellt hast. Wenn ja, schwach, Bro. Hätte nicht sein müssen. Hab gerne eure eigene Meinung. Und ich hoffe, es hat sich ausgegurken, Brot. Und ich hoffe, es hat sich ausgegurken. Ich bin offen und ehrlich. Ich war's. Ich habe sie massiert. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.